Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel Royal P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. In der letzten Folge haben wir das neue Gebiet, den Vulkan, erkundet. Offscreen habe ich nur eine Rüstung komplett farmen können, weil, weiß ich nicht. Ich habe ein paar Mal gegen den Giginox gekämpft, habe irgendwie, weiß ich nicht, genug Sachen für die Rüstung. Einige konnte ich noch gar nicht herstellen. Den Gobul, da fehlt mir auch irgendwie ein Material, von dem ich keine Ahnung habe, wie ich das herbekommen soll. Ratian, Lagiakros, alle mal ein paar platt gemacht und ja, war nicht sehr erfolgreich. Ich habe aber die Mission mit diesem Pulverstein endlich mal gemacht und hatte Erfolg. Und direkt danach kam ja Sprechblasen. Also scheint die Story hier weiterzugehen und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das wäre es gut so und sie. Oh ja, wir haben eine Quest von jemandem, der den Schakalaka im Blick haben könnte. Das ist doch, mein Gott, das ist doch dein Kumpel, oder? Ich wette, der kleine Kerl erwartet, dass du ihn rettest. Enttäusche ihn nicht. Allerdings wirst du mit Sicherheit Probleme mit dem Durambos bekommen, der sich in der Nähe aufhält. Ein Durambos nutzt seinen Speif wie ein Hammer. Er schwingt ihn hin und her, bevor er zuschlägt. Sei vorsichtig. Aber er hat noch mehr drauf. Er springt auch in die Luft, um dich von da oben zu zerquetschen. Bewege dich oder du bist verloren. Wenn das Vieh springt, wirst du getroffen. Können wir deine Überreste aufsammeln? Springer schöpfen einen Durambos. Deshalb ruht er sich hinterher kurz aus. Das ist deine Chance. Er ist dann hilflos wie ein neugeborenes Feline. In den Augenblick sollst du mit allen angreifen, was du hast. So, jetzt habe ich genug geschwafelt. Okay, ein neues Viech müssen wir anscheinend besiegen. Oh, was haben wir denn hier? Einen betrübten Jäger, der seinen kleinen Kumpel vermisst? Irgendwie nicht. Ich kenne das wie einen Schlag in den Magen, richtig? Oder vielleicht näher an, wie heißt das? Pankreas? Milz? Egal, du musst für mich tapfer sein, Iga, wenn du dich in meiner Schulter aus. Achso, wein dich an meiner Schulter aus. Heul nur! Vielleicht erfreut dich diese Gildenanfrage. Du sollst einen Durambos erjagen. Ich bin viel nett zu dir. Viel zu nett zu dir. Was wohl mein umfassender und schwerer Monsterführer zu diesem Fell sagt. Was immer du tust, lass dich nicht niederschmettern. Ja, das nenne ich mal direkt und beängstigend. Aber mach dir deshalb keine Sorgen, ich habe eine gute Nachricht für dich. Jemand soll angeblich deinen kleinen Freund gesehen haben. Offenbar hat der Questklient deinen Kumpel im selben Gebiet gesehen, wo sich der Durambos aufhält. Die Welt ist klein, oder? Oder ist es vielleicht Schicksal, das unergründliche Uhrwerk des Kosmos? Vielleicht hat sich der Kleine einfach verirrt. Ich werde erwartet auf dich. Ist ja eine emotionale Wiedervereinigung. Nimm ein Taschentuch mit und etwas, um den Durambos zu erledigen. Egal, Quest, Lies und Beine, was? Ja. Fehlt eigentlich nur die Quest. Und ja. Ich möchte kurz noch was anderes machen, sonst muss ich ja nichts machen, ne? Ich möchte kurz die Insektenfarm erweitern, weil die kann ich jetzt erweitern. Insekt jetzt Pro, das habe ich mir von dem Händler geholt. Wenn ich mich nicht irre. So. Gucken wir mal, wie das jetzt hier aussieht. Ist ja gut, dass ich so eine fette Ausrüstung direkt ausgerüstet habe. Oh, schön. Ihr sagt nichts dazu. Weißt du, wenn man den benutzt, dann passiert etwas Großes. Ich habe vergessen, was das war, aber ich werde langsam zu alt für sowas. Was darf es heute sein? So, habe ich noch nichts, ne? Okay. Gut, dann zurück. War ja sehr, sehr, weiß ich nicht, irgendwas. Dann futtern wir mal schön. Ich habe meine Morph-Axt mitgenommen. Die habe ich auch im Kampf gegen Giginox in meiner Fail-Aufnahme, die ich nie ausstrahlen werde, reingepackt. Und gibt's irgendwann was mehr Abwehr gibt oder so. Für den Schimmer, verlangsamt Ausdauerausfluss. Nein. Guck mal, möglichst schnelle Erholung, wenn du von einem Monster durch die Luft geschleudert wirst, ja. Nehmen wir das mal. Wollte ich jetzt noch mal sagen. Ach ja, die Aufnahme mit dem Giginox, den ich ja verpatzt habe. Da hatte ich auch eine Morphax, war nicht so gut, weil ich hatte keine Gegengift-Klamotte an. Shakalaka, Retter 2. Okay, jage einen Durambos. Das Viech, das wir im Dings getroffen haben, in dieser Steinsuche, habe ich eigentlich alles hier: Eisgetränk, Kältegetränk, wird schon gehen.
Ja, ich hätte es nicht gedacht, weil direkt gegen Monster kämpfen müssen. Ich dachte, jetzt werden erstmal neue Quests oder so freigeschaltet. Oh, naja, zurück habe ich die beste Hilfe, Hilfe, Kayama fehlt. Ich habe vergessen, Karte auf. Okay, Karte auf Tisch. Simple Fallgrube, okay. Das ist ein Vorratsobjekt, also kann ich das ja direkt mitnehmen. Und falls ich irgendwas suche, eine Spitzhacke. So. Die Rüstung habe ich schon irgendwie auf 4 aufgeballert, wenn ich mich irre, oder Stufe 5. Ja. Mit so Rüstkugeln plus. Weil die ist bis jetzt die beste. Ja. Angriff, Dingens. Verteidigung gibt die. Nur Hunger tut die sehr viel abziehen. Ich habe irgendwie eine Klamotte für meinen Gefährten freigeschaltet, aber konnte ich bis jetzt noch nicht gucken, weil er ja weg war. Oh, du bist. Ist das die Klamotte? Oder bist du ein anderer? Oh, der sieht vom Kampfstil aus wie der Bauer. Kayamba. Da. Ob ich den Schweif abtrennen kann? Sieht ein bisschen fett aus. Mal gucken. Wow, der ist mit einem Schlag schon beinahe tot. Also der Schakalaka. Was? Kann Tor nicht angreifen. Ja, geil an der Morphax ist. Gott. Die ist sowohl eine Axt als auch ein Schwert. So wie ich das mitbekommen habe, ist dieser Balken irgendwie, der tut irgendwie so einen bestimmten Effekt noch aktivieren. Ich bin nicht irre. Weiß ich nicht. Geht auf jeden Fall die Leiste ein bisschen nach unten, wenn ich ihn angreife damit. So. So bestimmt das Ding hier kaputt machen. Wie so ein Ankylosaurus. Mit reichlich fetteren Sachen. Ich merke gerade, er hat auch Hände. Aber ich sehe nicht, sieht wie so ein Tyrannosaurus. Au! Hey, der liegt am Boden, er ist tot. Ich will am Leben. Was zum? Okay. Wenn ich kann er kaputt machen, ich kann er bestimmt kaputt machen. Nachladen. Wieso muss ich ein Dings nachladen? Alter, was zum? Was zum Teufel macht er da? Wollte ich erst mal. Ach ja, schleifen, meine Güte. Deswegen gehe ich den Kampf noch mal aus dem Weg. Ich muss ja schleifen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Maximal Schärfe reicht gut. Ja, Morph mitten im Kampf ist ein bisschen doof. Mal ein wow, boah, Hilfe. So habe ich die voll aufgewertet schon, also nicht voll, aber relativ hoch schon. Gebe ich will ein Ding kaputt machen. Ja, irgendwie glaube ich nicht, dass ich das abtrennen kann. Ich meine, der greift da heute mit an. Machen die anderen Viecher zwar auch, aber greift noch nicht mit den stummen Dingern da an. Ich komme irgendwie nicht an den heran. Ich mit der Lanze oder so angreifen, der kann ich nach oben. Boah. Und ich eben so an, geht weg. Wieso werde ich denn jetzt davon angegriffen, Mann? Oh Gott. Wie das aussieht. Das ist auf jeden Fall voller Flächenangriff.
Er trifft mich aber auch sehr selten, habe ich das Gefühl. Na, mein Gott, er liegt voll viel Zeug. Mal her mit dem Teil. Aber er ist so dick, ne? Und ich krieg ihn nicht getroffen. Wenn der eine jetzt noch auf, dann könnte er wenigstens für Ablenkung sorgen. Ja, ich habe eine Falle. Ich auch mal einsetzen. Was der haut jetzt ab? Ja, gut, dann sammle ich die Sachen hier mal ein. Sich wieder, ja, okay. Lass mich mal kurz schleifen. Man kommt da nicht so weit, oder? Was zum? Oh mein. Das ist ja mehr als die. Schau. Ey, wie bescheuert sah das denn aus? Komm mal her. Mann. Durch mal einmal versuchen, in der Falle hinzustellen. So, komm mal her. Ist sowieso weg, wenn ich. Oh nein. Was zum Teufel? Okay. Fallgrube war genau. Schon seinen Grund haben, warum ich da angreifen kann, ne? Weil ich hätte vorher auf das Gesicht haben bashen sollen. Oh Gott. Ist er sauer, ne? Geh weg. Oh, geh weg. Ja, ich wusste, dass du das machst. Aber wie siehst du mich denn dann? So, ich verstecke mich hinterm Baum, dann kannst du mal. Boah, was? Okay, der haut schon wieder ab. Gut. Gut, jetzt den kann ich nicht so schnell verlieren. So wie den Genox oder irgendwie so was. Sehr gut. Wow! Noch irgendwas, was ich benutzen kann, so fallenmäßig? Nee, ne. Hey! Ach man! Echt jetzt schon? Hey! Ich dachte, wir kämpfen weiter. Lass mich mal hier trinken und was essen anscheinend. Ja, jetzt merkt man schon, die Ausdaueranzeige geht schneller runter. Oh, ich dachte, da würde mehr fehlen. Oh, ich tu mal einen Farbball auf dich werfen. Willst du schon wieder von mir? Ich bin gerade erst in den Raub reingekommen. Ich habe von diesen Biestern ja attackiert. Anscheinend. Wer wollte flüchten, keine Ahnung. Mein Gott. Er trifft die ganze Zeit das Viech. Hui! Gegen den offscreen zu kämpfen mit dem Spaß. Oh, ich kann ja mitten im Kampf hier wechseln. Oh, ich habe was kaputt gemacht. Gut. Sieht aber nicht beschädigt aus. Ich hab noch mehr kaputt, Mann. Mal noch mehr kaputt. Ah. Pisse, wie ich einfach piss dich. Ich kann weiter angreifen, aber bringt glaube ich gar nichts. Ah. Ob ich hier schleifen muss, ey. Kommt er schon so zu mir hingesprungen. Alter, er ist überhaupt nicht krank, was du da machst.
Das ist so was von bescheuert. Boah, das lecker geschmeckt. Ich weiß, das Ding kommt ja voll bedrohlich auf mich zu Rand. Ach ja, ich muss abwetzen. Boah, ich nehme mal wieder Großschwert. Nächstes Mal macht er da. Was? Er hat sich, boah, er hat sich eingebuddelt. Oh, und ich weiß schon wieder nicht, wo er jetzt ist, weil gerade der Farbball abgelaufen ist. Leck mich. Ich geh mal da runter. Nein, nicht da runter. Da ist Wasser. Ja, da ist er bestimmt nicht. Ich hab mal noch einen Farbball auf den. Ich hab nächstes Mal wieder meine Waffe, sag ich mal, verlier. Oder jetzt. Fang! Sehr gut. Jetzt komm her. Ach man. Ah. Also langsam hast du auch mal echt genug Schläge abbekommen, finde ich. Oh, es kommt schon. Oh mein Gott, verreckt er jetzt endlich. Boah, das ist nicht wahr. Na. Los. Schon. Ich erkenne manchmal nicht, ob der am Humpeln ist oder einfach nur normal läuft. Ha, daneben. Da kommt schon. Na. Oh. Oh Mann, ist das ein langer Kampf. Ich hoffe, liegt nur da, weil ein Storykampf ist. Ich weiß nicht, wo der hinfliegt. Boah! Echt? Ich habe nur gesehen, wie ich die Waffe gezogen hatte. Alter. Mann, jetzt verreckt doch mal. Das ist langsam nervig. Der wechselt schon wie. Boah. Alter, wie fährt denn der noch aus? Ich habe schon 35 Minuten gleich gegen den. Vor meine Zeit, ne? Immer noch eine zeitliche Begrenzung. Muss ich auch noch dran denken. Ja, schon wieder Giginox all over the place. Diesmal nehme ich mir mein Dankschwert mit, mein Breitschwert. Geh weg, geh weg. Schon wieder. Oh, wir gehen gleich die Wettsteine aus, ne? Also nebenbei. Mann. Ich hab lieber mit meinem Breitschwert rum. Tellwesen ist länger. Also echt nach jedem zweiten, dritten Schlag und ich bin betäubt, ne? Ne, doch nicht, was?
Alter, kannst du mal aufhören mit dem Angriff? Probier, du wechselt schon wieder ins Screen. Also mach ich's doch mal. Boah, ich hab den mitten. Ich greif mal die Dinger hier hinten an. Wird schon was bringen. Oder auch nicht. Nein. Ah. Ich hoffe, da hier noch drauf zu gehen wegen dem Eimer. Ah. Jetzt kann schon wieder nichts angreifen. Ah, das ist aber nervig gemacht hier. Jetzt sowas mit meinem Breitschwert wieder nächstes Mal kämpfen. Geht doch so nicht, Mann. Und zum Teufel. Oh Mann. Boah, jetzt komm schon, jetzt verreck doch mal. Alter. Das war der mit seinem Karussellangriff. Ich verstehe halt nicht. Manchmal fliegt er einfach so random durch die Luft und manchmal geht er auf mich los oder was. Ach, boah, ist das ein langer Kampf hier. Leck mich. Ich werde den ganzen Kampf in einem Part machen. Ich habe bis Montag oder so Zeit. Hey, hey, na? Oh Gott! Jetzt kann er so schnell auf. Boah! Alter, meine Megatränke, meine Tränke, alles weg gleich. Das heißt, ich bin auch gleich weg. Alter, ich werde von immer den gleichen Angriffen getroffen. Oh, echt. Ja, geil, getroffen. Alter. Willst du mir mal einen Gefallen tun und langsam draufgehen? Ja, das ist ja langsam voll lächerlich. Perfekt. Also, er liegt da schön am Boden. Ich kann ihn angreifen. Mann. Lohnt sich das auch hier gegen den. Ich daran denken muss, wie oft ich noch gegen den kämpfen muss, ne? Da werde ich mir auf jeden Fall eine bessere Waffe holen, ne? Kämpfen schon gleich 40 Minuten. Alter. Man kann es auch ein bisschen übertreiben. Ja, schon wieder mumpeln. Genauso gräbt sich der Barof auch ein. Da wäre zwei entfernt. Oh mein Gott. Der ist stärker als der Lagiakros. Ist mal ehrlich. Beim Lagiakros hatte ich nicht solche Probleme. Ist doch nicht.
Alter, guck, wie weit ich entfernt bin. Oh. Vielleicht kann ich nicht mehr schärfen, ne? Wisst ihr? Nur noch ein paar Versuche hier. Ach, bringt meine Waffe nichts mehr. Weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Mich mir Bettsteine holen oder was? Wo denn? Irgendwo finden. Also der Kampf ging jetzt schon viel zu lange, finde ich. Das Teufel haut schon wieder ab. Warum? Ich hoffe, das ist jetzt der letzte Ort, wo wir gegen den kämpfen müssen. Irgendwas noch kaputt gemacht, gut. Geht ihr mir jetzt nicht auf den Nerven? Ich habe einen echt beschissenen Tag gerade. Boah, verpisst euch. So nicht der Ernst jetzt. Ja, da komme ich doch nicht auslebend. Okay, der hat irgendwas hinterlassen. Ist mir jetzt aber vollkommen schnuppe. Ich will einfach mal erledigen jetzt. Ja, oder die für links wandert, ne? Oder mir links oder was weiß ich. So, jetzt Endspurt, komm. Oh. Hey, Hilfe! Oh, das ist... Das ist nicht wahr. Aber es lass mich. Boah, du blödes Viech, hau ab. Boah, wenn die mir jetzt noch auf die Nerven gehen, ey. Boah, Hilfe. Ey. Oh. Oh, mein letzter Bettstein. Muss ich den aber auch schaffen. Oh, die Zeit ist mir auch noch im Rücken, alles läuft hier gerade gegen mich. Oh mein Gott, jetzt verreckt doch mal endlich. Alter, das ist doch nicht mehr normal. Ich habe jetzt schon 40 Minuten gegen mich, ich habe gleich keine Zeit mehr. Kann ich mir nicht mal Wettsteine suchen? Boah. Was kommt? Ich krieg die Krise. Das Vieh. Es verreckt doch mal endlich. Ja, das ist meine Waffenstärke auch weg. Super. Soll ich das jetzt schaffen? Ihr müsst irgendwie einen Bettstein oder so hinterlassen haben, bitte. Super Narration. Das war auch gut gebraucht jetzt, aber... Oh, komm schon. Ey, ich greife ununterbrochen auf ihn ein, ne? Alter, wo gehst du hin? Bleib hier. Boah, ist das ein nerviger Kampf hier. No. Ehrlich? Boah, wer der haut jetzt schon wieder ab? Ich weiß nicht, wo der hinfliegt. Der fliegt einfach nach oben, ich sehe ihn nicht.
Oh. Oh. Boah, danke. Oh, du blödes Viech, komm her. Der hat mein, boah, der ist mein Kiefernetz geklaut, dieser Pisser. Boah, ey. Mann. Du ran, Moosplatte, okay. Auf jeden Fall, komm, ja, wir haben den Kampf geschafft. Und 50 Minuten gleich. Ich glaube, da werde ich doch zur Schere greifen. Bei jedem einzelnen, wahrscheinlich mal so meinem Weg bis zum Viech. Wenn da ein bisschen kürzer wird. 48 Minuten, das ist doch ein bisschen lang. Eieiei. Na gut. Wo ist noch eine Aktion? Jetzt will ich mir Käfernetze auch noch besorgen. Danke. Pisser. Quest erfüllt. Diese Katzen im Boss kämpfen, ne? Ich hasse sie. So. Alter, ich würde mir am liebsten jetzt erstmal eine Waffe von den Klamotten herstellen, falls ich das kann. Berg gegen Maulwurf. Ja, ungefähr so habe ich mich gefühlt. Ach, jetzt hier, ich zieh doch nicht den Part noch weiter in die Länge. Ich verstehe es nicht. So, mit dir kann ich reden, ich weiß. Geh erst mal ins Haus rein. Ja. Oder, ah ja, ich muss einen Schnitt machen. Dann kann ich speichern. Gut. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier, werde ein bisschen herumschneiden, gucken, ob ich den Part ein bisschen kürzen kann. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. Ich bleibe mich alle als Zuschauer und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.